Graf Lambsdorff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP, und er war auch mal Stellvertreter im Europaparlament. Was für schwere Zeiten für Europa, was für schwere Zeiten für die Europapolitik. Es ist wirklich bedauerlich, dass in dieser Zeit die Bundesregierung ausfällt als Motor Europas. Sie ist still bei Macron, sie ist zu spät bei der Migration und sie stört den Multilateralismus. Bei Macron antwortet nicht etwa, wie sich das gehören würde, die Frau Bundeskanzlerin, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, aber mit einem Text, meine Damen und Herren, der nicht in der Tradition der CDU steht. Da wird Abwegiges präsentiert wie ein Flugzeugträger, altbackene Aufgüsse der Brügge-Rede der Bundeskanzlerin von 2010. Es wird provoziert gegenüber Paris mit der Frage des Sicherheitsratssitzes in den Vereinten Nationen. Und das Erste, was man sich einfängt in diesem Dialog, den Macron anbietet, ist eine klare Absage von Nathalie Loiseau zu entscheidenden Punkten dessen, was Frau Kramp-Karrenbauer da aufgeschrieben hat. Meine Damen und Herren, Sie sind zu still und Sie lassen die falschen Leute reden. Das ist nicht gut. Sie sind zu spät bei der Migration. Wir haben es hier von der Bundeskanzlerin gerade gehört. Wir brauchen einen Verteilungsschlüssel in Europa, hat sie gesagt. Meine Damen und Herren, wer war es denn, der über Jahre eine Reform des Dublin-Systems angemahnt hat? Wer war es denn? Es waren die Italiener, es waren die Griechen, es waren fairerweise die Grünen und es waren wir Liberalen. Wir wussten, wenn es mal zu einer großen Krise kommt, dann wird Dublin nicht halten. Wer hat es verhindert? Wer hat 2013 bei Lampedusa gesagt, das ist ein italienisches Problem, als da Hunderte von Menschen ertrunken sind? Es war der Innenminister der Union, Hans-Peter Friedrich. CDU, CSU, aber auch Otto Schily haben es immer verhindert, dass wir bei Dublin die Reformschritte gehen konnten, die zwingend notwendig gewesen wären in der Vergangenheit. Und dann im Frühjahr 2015 Thomas de Maizière immer noch gegen einen Verteilungsschlüssel. Und oh Wunder, im Herbst 2015 hat derselbe Thomas de Maizière alle zu schlechten Europäern erklärt, die im Rat in Luxemburg dem Verteilungsschlüssel nicht zugestimmt haben. Das ist keine vorausschauende Europapolitik. Das ist schlechte Europapolitik, mit der wir unseren Kontinent spalten, meine Damen und Herren. Und dann stören Sie den Multilateralismus, den Sie zu Recht hier im Munde führen. Die Begeisterung in München kannte keine Grenzen, Frau Merkel. In der Flüchtlingspolitik habe ich es gerade dargelegt, aber in der Sicherheitspolitik ist es auch so. Es gibt einen Streit, ja. Die SPD bestreitet, dass das 2-Prozent-Ziel für die NATO verbindlich sei. Aber was Sie bisher nicht bestritten haben, ist, dass Wales ganz klar eine Verpflichtung beinhaltet, sich Richtung 2% zu bewegen. Was aber der aktuelle Bundeshaushalt tut, ist, er bewegt sich weg von den 2%. Und ich zitiere hier mal eine amerikanische Stimme. Deutschlands Weigerung, seinen Verpflichtungen nachzukommen, gefährdet nicht nur die eigene, also die deutsche Beziehung zu den USA, sondern die Europas insgesamt. Und das, meine Damen und Herren, das war nicht Donald Trump, das war auch nicht sein Botschafter, das war die New York Times. Das sind die Demokraten in den USA, die wir als Freunde betrachten. Die sehen das genauso. Unsere Politik des Austrocknens der NATO, des Nichtnachkommens, was unsere Verpflichtungen angeht, gefährdet den Multilateralismus. Meine Damen und Herren, die Regierung ist zu still, sie kommt zu spät, sie stört den Multilateralismus. Ich habe nur eine Hoffnung jetzt im Blick auf diesen Rat. Wenn Theresa May hier um eine Verlängerung bittet, in diesen schweren Zeiten für Europa, dann geben Sie ihr die Verlängerung nur dann, wenn sie klar sagt, wo das Vereinigte Königreich hin will. Einen Blankoscheck auszustellen, die Europäische Union noch über Jahre zu belasten mit einer offenen, ungelösten Frage, die im House of Commons nicht gelöst werden kann, das wäre der falsche Weg für unseren Kontinent. Seien Sie an der Stelle bitte konsequent. Herzlichen Dank. Der Appell von Alexander Graf Lambsdorff, der am Beginn seiner Rede schwer ins Gericht ging mit der Bundesregierung, die bei der Frage Europa vollkommen Ausfalle und Versage. Franziska Brandner jetzt, die Sprecherin für Europapolitik der Bündnisgrünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch nach dieser Debatte und auch nach dieser Regierungserklärung ist mal wieder klar, Aufbruch für Europa ist und bleibt die Fata Morgana dieser Bundesregierung. Frau Merkel, Herr Scholz, man kann Europa auch durch Nichtstun kaputt machen. Und ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Sie werden auf dem Gipfel auch über den nächsten EU-Haushalt reden. Da gibt es eine Frage, wie viel von diesem Haushalt, von dem Geld, soll auch dem Klimaschutz dienen? Frankreich fordert 40%, die Bundesregierung sagt 25%.
Das ist das Ausbremsen von Klimaschutz dieser Bundesregierung, das eben nicht Europa voranbringt, sondern die nächsten Generationen gefährdet. Und bei dieser Verweigerung, da wundere ich mich ja eher, dass die Schülerinnen und Schüler nur an einem Tag streiken und nicht die ganze Woche. Und wenn es um Orbán geht und Europa und Demokratie, da hat jetzt die EVP die Suspendierung von Fidesz beschlossen. Das ist ein politischer Trick. Aber eigentlich ist ja das Krasse daran, was die drei Kriterien sind. Du sollst dich bei deinen Parteifreunden entschuldigen, du sollst aufhören, Herr Juncker auf Plakaten böse zu machen und du sollst eine bayerische Rettung deiner Uni zulassen. Ja, wenn Sie mal nach Ungarn hören, was wollen denn dort die Menschenrechtsaktivisten? Die wollen Pressefreiheit, Pressefreiheit, Pressefreiheit. Die wollen Wissenschaftsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Die wollen eine freie Zivilgesellschaft. Das müssten die Kriterien ihrer Partei sein, wenn sie es ernst meinen mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und es ihnen nicht nur um die Macht geht und um Herrn Weber mit seinen schönen Filmchen, von denen wir heute schon gehört haben, als nächsten Kommissionspräsidenten. Und auf die Konservativen ist für Europa auch in Großbritannien kein Verlass. Regierungschefin May, ich finde es mittlerweile einfach tragisch, dass sie immer noch nicht bereit ist, ihr Land über ihre Partei zu stellen. Das ist, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie eine konservative Regierungschefin bis zur letzten Sekunde sagt, meine Partei ist aber wichtiger als dieses Land, als Europa, als alles, was wir zusammen aufgebaut haben. So unverantwortungslos. Und das darf, dürfen Sie ihr auch nicht durchgehen lassen. Und wenn der Brexit zu einem auch nicht führen darf, dann ist es, dass wir selber keine Zukunftsdebatten führen. Wir müssen in Europa handlungsfähiger werden. Und wir wissen alle, ein Weg dahin ist die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip. Bei der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch bei Steuerfragen. Herr Scholz könnte dann vielleicht auch noch mal schneller vorankommen. Deswegen beantragen wir das heute. Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip hin zu qualifizierter Mehrheit, Außen- und Sicherheitspolitik und Steuerfragen. Alle haben sich dazu bis jetzt positiv geäußert. Deswegen sind wir sicher, dass wir gleich eine große Mehrheit in diesem Haus erfahren werden. Nämlich, wir wollen Europa handlungsfähig machen. Das haben Sie immer gesagt. Jetzt können Sie ja mal beweisen, dass Sie auch dafür sind. Ich danke Ihnen. Franziska Brandner war das, die Sprecherin der Bündnis Grün für Europapolitik. Der nächste Redner, Paul Ziemiak, ist bekanntlich Generalsekretär der CDU. Gemeinsam mit dem Generalsekretär der CSU Blume hat er das Europawahlprogramm ausgearbeitet, was am Montag von CDU und CSU vorgestellt wird. Und deswegen erhält er auch in dieser Debatte das Wort. Im Übrigen auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Alex Dobrindt hat gerade genau richtig gesagt, es geht jetzt in Zukunft nicht nur um die Frage um das Ob in Europa, sondern um das Wie. Denn die übergroße Mehrheit in diesem Haus sagt Ja zu Europa. Wir sollten aber diskutieren, wie wir dieses Europa in Zukunft gestalten. Wie wir es nicht gestalten wollen, sehen wir jetzt am Beispiel Großbritanniens und am Chaos, das dort hinterlassen wurde, die Menschen vor diesem letzten Referendum ins Chaos gebracht haben mit falschen Versprechungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann bei allen Fraktionen die Aufregung hier verstehen über die Vorschläge von Annegret Kramp-Karrenbauer, die sie gemacht hat, weil es natürlich für jeden Generalsekretär einer anderen Partei ärgerlich ist, dass schon wieder die Union die erste Partei ist, die mit inhaltlichen Vorschlägen für die Zukunft der Europäischen Union kommt. Er ist doch so. Es ist doch ganz selbstverständlich. Was haben Sie denn gemacht? Was ist denn die Debatte der letzten Tage nach diesen Vorschlägen? Was ist denn das? Das geht nicht, das passt uns nicht, das könnte noch besser sein. Aber von Ihnen, habe ich von Ihnen mal von der SPD, von den Linken, von den Grünen, auch nicht von der FDP, von der AfD brauche ich gar nicht zu sprechen, habe ich keinen einzigen Vorschlag gehört. Und meine Damen und Herren, wir erleben jetzt hier die ganze Zeit eine Debatte darüber, in dem gesagt wird, Frau Bundeskanzlerin, machen Sie dies oder jenes. Und ich gebe Ihnen recht, dass Europa auch nach Berlin, nach Deutschland schaut, weil wir auch ein Hort von Stabilität sind in der Europäischen Union. Das hat mit der Arbeit dieser und auch der letzten Bundesregierung zu tun und vor allem ist das Verdienst, ich will das ganz deutlich sagen, von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in manchen Stunden diese Europäische Union mit kluger und weiser und weitsichtiger Politik zusammengehalten hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Vorschlägen von Annegret Kramp-Karrenbauer, lassen Sie uns darüber sprechen, wenn wir über Klimaschutz sprechen, einen europäischen Klimapakt zu machen und nicht ideologische Politik, übrigens bei der AfD, das finde ich ja ganz erstaunlich, ich habe es jetzt noch mal geguckt, was Sie für Vorschläge haben.
im Grundsatzprogramm der AfD auf Seite 79 steht, CO2 ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Je mehr wir davon haben, desto besser ist erhöht das Pflanzenwachstum in unserer Welt. So viel Ihre Einstellung zum Thema Klimaschutz und CO2. Ich bin kein Freund von Schulschwänzen und Demonstrationen. Trotzdem hätte es vom Schreiben eines Grundsatzprogramms Ihnen nicht geschadet, dort mitzugehen und ein bisschen frische Luft zu schnappen, bevor Sie so einen Quatsch in Ihr Grundsatzprogramm schreiben. Man muss die Dinge auch mal im größeren Zusammenhang sehen. Herr Ciebiak, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig. Herr Präsident, ich muss fortfahren, damit die Abgeordneten auch der Linkspartei die Möglichkeit haben, das alles in einen geordneten Zusammenhang zu bringen. Sonst werden Sie abgelenkt von den einzelnen Zwischenfragen, die uns bei der Europapolitik aus dem Konzept bringen. Ja, es ist so. Jetzt kommen wir zum Zeitpunkt beim Freihandel. Wir haben eine klare Position zum Thema Freihandel. Sie bedauern jetzt, Herr Hofreiter, Sie bedauern jetzt die Politik von Donald Trump. Sie sind mitgelaufen bei den Demonstrationen gegen TTIP, als wir mit Barack Obama ein Freihandelsabkommen machen wollten. Und jetzt bedauern Sie das, was Sie selbst mit Ihrer Politik, mit dem Schüren von Vorurteilen und der Drohung, das Chlorhütchen in Deutschland einwandern und alle bevölkern, haben Sie es verhindert. Meine Damen und Herren, und lassen Sie uns auch über Sicherheitspolitik sprechen. Wir sagen ja, wir brauchen einen europäischen Sicherheitsrat, mehr gemeinsame Sicherheitspolitik, Schutz der EU-Außengrenzen und gemeinsame auch Rüstungsexporte natürlich. Und die SPD begeht einen schweren Fehler, indem sie das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in Europa ausspielt gegen die Frage der sozialen Sicherheit. Das ist nicht redlich, das wird nicht helfen, sondern die Menschen wollen beides. Sicherheit im Sozialen, aber auch Sicherheit in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden vor Terror und organisierter Kriminalität in Europa. Ja, das wissen Sie. Ich habe den wunden Punkt getroffen. Danke für die Bestätigung. Und jetzt komme ich natürlich auch noch zu Christian Lindner. Christian Lindner sagt, die Konjunktur trübt sich ein, wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, die Wirtschaft, ich glaube, so haben Sie es gesagt, wetterfest machen. Sie haben jetzt ganz tolle Forderungen nach mehr sozialer Marktwirtschaft unterm Strich zusammen. Das unterstütze ich. Aber Sie treten an mit Ihrer Partei, mit den Vorschlägen von Macron fürs Europäische Parlament. Sie machen gemeinsame Sache. Sie machen einen einheitlichen europäischen Mindestlohn, Aufweichung des europäischen Wettbewerbsrechts, einheitliche europäische Grundsicherung, ein milliardenschweres, von einigen Ländern nicht zu finanzierbares Eurobudget und die Aufweichung der Maastricht-Kriterien, um die Gelbwesten in Schach zu halten. Lieber Christian Lindner, wenn Sie das wollen, was Sie heute hier gesagt haben, können Sie machen. Nur dann dürfen Sie nicht FDP wählen bei der nächsten Europawahl, sondern die Union, wenn Sie Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit haben wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Werte sind hier angesprochen worden. Werte sind das, was uns zusammenhält in der Europäischen Union, auch gegenüber Populismus und den Leuten, die nicht für Europa sind. Aber ich hätte mir gewünscht, leider ist Katharina Barley als Spitzenkandidatin der SPD nicht mehr bei der Debatte über den nächsten Europäischen Rat. Das finde ich, ich weiß nicht, sie ist ja beim Europäischen Rat und sie ist nicht die Spitzenkandidatin. Herr Ciebiak, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich weiß, sie ist wieder auf einer Demo gegen die Bundesregierung oder was? Nein, das habe ich. Ich sage Ihnen was. Ich hätte mir gewünscht, dass die Spitzenkandidatin der SPD etwas sagt zu den Vorkommnissen in Rumänien. Diese Regierung, Korruption, Aufweichung. Sie müssen jetzt Ihren Schlusssatz sagen, Herr Ciebiak. Davon hätte ich mir was gewünscht, dass die SPD sich mal distanziert von den Leuten, mit denen sie gemeinsam Europawahlkampf macht und im Europäischen Parlament zusammenarbeiten will, die korrupt sind und die den Rechtsstaat aufweichen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, soweit also Paul Ciebiak und der vorletzte Redner hier in der Debatte nach der Aussprache, nach der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zur Aussprache zum Europäischen Rat, wird jetzt. Jetzt kommt erstmal Stefan Liebig mit einer Kurzintervention von der Linken.
Ja, lieber Paul Ziemiak, ich wollte Sie jetzt nicht aus dem Konzept bringen mit meiner Zwischenfrage. Das ist ja ein ganz normales parlamentarisches Mittel. Aber wenn Sie das nicht wollen, dann mache ich das jetzt eben auf dem Weg der Kurzintervention. Sie unterliegen einem Irrtum, wenn Sie glauben, dass die massive Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauers Antwort auf Herrn Macron dem Neid der anderen Parteien geschuldet ist. Die Kritik basiert tatsächlich auf inhaltlichem Widerspruch. Über den Flugzeugträger ist ja schon eine Weile geredet worden, aber ich will hier etwas anderes ansprechen. Also wir haben natürlich auch massive Kritik an der Europäischen Union, wie sie jetzt ist, aber es gibt eine Sache, die finden, glaube ich, wirklich alle gut. Das sind die offenen Grenzen in der Europäischen Union. Und dann lesen wir, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, dass die einzigen, denen das nutzen würde, Kriminelle sind. Also da würde ich schon gerne wissen, was Sie davon halten. Das ist eine massive Absage an das Beste, was die EU bietet. Das ist das Beste, was die EU bietet, und da bin ich interessiert an Ihrer Position. Herr Kollege, vielen Dank für Ihren Hinweis. Das gibt mir die Möglichkeit, das noch einmal zu betonen. Erster Punkt. Sie haben doch natürlich, Sie ärgern Sie sich anders als die anderen. Die anderen Parteien ärgern sich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer inhaltliche Vorschläge gemacht hat, die gut sind und das auf unser Konto einzahlt. Das auf unser Konto, das verstehe ich ja. Bei Ihnen ist ja noch mal, bei Ihnen ist ja noch eine größere. Es ist jetzt, kommen Sie. Ja, Sie. Ja, sehen Sie, wie diese Nervosität, das ist schon irre. Also bitte, so, wir können, soll ich Sie mal ins Adenauerhaus einladen, dann können wir gemeinsam weiter debattieren. Und ich gebe Ihnen auch, ich bin zwar jung und neu im Amt und habe noch nicht so viel Erfahrung als Generalsekretär, aber eine gute Kampagne kann ich den einen oder anderen Ratschlag zu Ihnen geben und Sie werden uns da vielleicht auch bei helfen, dass das für uns erfolgreich ist. So, und jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, bei Ihnen, ist ja das Ärgernis ja noch viel größer, weil Sie ja grundsätzlich, schauen Sie sich Ihren letzten Parteitag an, die Linke hat ein grundsätzliches Problem, wie Sie ja selber schreiben, wir wollen diese Europäische Union nicht. Ich muss sagen, ich schätze Sie persönlich, aber Ihre Partei gehört nicht zu der Gruppe, die ein starkes Europa wollen, sondern Sie wollen diese Europäische Union schwächen. Deswegen unterhalten wir uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und jetzt sage ich Ihnen was zu den freien Grenzen und zu Schengen. Da müssen Sie mal rausfahren, müssen auch nach Brandenburg fahren, müssen Sie mal. Naja, ich weiß nicht, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das für die Menschen so lustig ist, die an der deutsch-polnischen Grenze wohnen und die Opfer von Diebstählen werden und das Gefühl haben, es gibt nicht genügend Landespolizei in Brandenburg, wo übrigens einige Teile von Ihnen regieren. Darum geht es doch. Die Menschen wollen offene Grenzen, gar keine Frage. Aber wir erleben doch, dass Kriminalität über Grenzen hinweggeht, dass organisierte Kriminalität grenzübergreifend ist. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir doch unsere Sicherheitsbehörden unterstützen, dann müssen wir doch in Europa die Sicherheitsbehörden vernetzen, um mehr Sicherheit zu schaffen, weil am Ende Freiheit nur mit Sicherheit funktioniert. Und dazu müssen wir die Außengrenze der Europäischen Union. Herr Ciemiak, Sie machen großzügigen Gebrauch von Ihrer Redezeit und haben jetzt auch Ihre Kurzintervention schon um fast eine Minute überschritten. Ich bitte Sie jetzt, Ihren Schlusssatz zu sagen, sonst muss ich Ihnen das Mikro abdrehen. Herr Präsident, Sie wissen, dass es richtig ist, dass wir mehr Sicherheitszusammenarbeit brauchen und trotzdem für Schengen stehen. Das ist das, was wir wollen. Ein starkes Schengen, Freiheit im Inneren, aber eben keine naive Politik. So, und jetzt kommt der von mir schon längst angekündigte Detlef Seif für die CDU-CSU als vorletzter Redner hier zu Wort in der Aussprache zum Europäischen Rat, der heute um 15 Uhr in Brüssel beginnen wird. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Auch wenn Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, so bleibt es doch auf der Landkarte in Europa. Ein wichtiges Land, ein wichtiger Partner. Wir als Deutschland haben ein ureigenes Interesse, genauso wie die Europäische Union, dass auch zukünftig das Verhältnis freundschaftlich, eng und konstruktiv ist.
Es kann auch niemand ein Interesse daran haben, dass dieses Land die Europäische Union ohne ein Austrittsabkommen verlässt. Das würde zu Verwerfungen führen, zu Unsicherheiten. Und der wichtigste Punkt, und das ist ja auch wirklich der Knackpunkt, ist die Entwicklung in Nordirland, der Friedensprozess. Es ist kaum vorstellbar, aber wir stehen unmittelbar in den nächsten Jahren davor, wenn es zu einem harten Brexit kommt, wenn Auseinandersetzungen anfangen, dass der bewaffnete Konflikt wieder auflebt. Wir haben alle ein höchstes Interesse daran, eine derartige Entwicklung zu vermeiden. Was bei einigen Redebeiträgen nicht durchkommt, die EU ist bei den Verhandlungen bis an die Grenze des Machbaren gegangen. Ich würde sogar teilweise von Rosinenpicken reden, wenn es um die Notfalllösung für Nordirland geht. Man ist sogar bereit, den Zugang teilweise zum Binnenmarkt zu eröffnen für den Bereich Nordirland. Es ist unverständlich und sehr enttäuschend, dass gerade Theresa May, die maßgeblich Einfluss auf dieses Austrittsabkommen hat, viele Punkte entsprechend gerade ihrem Willen, es nicht geschafft hat, hierfür eine Mehrheit zu organisieren im britischen Unterhaus. Und jetzt der Antrag, kurze Verlängerung bis Juni 2016. Aber wofür? Im Brief an Donald Tusk führt sie aus, wir haben noch nationalen Umsetzungs- und Anpassungsbedarf für den Fall, dass das Austrittsabkommen denn angenommen worden sein sollte. Grundsätzlich ist der Vorschlag von Tusk, einer kurzen Verlängerung zuzustimmen, wenn in der nächsten Woche das britische Parlament das Abkommen annimmt, zutreffend und ich denke auch zielführend. Allerdings, warum geben wir den Briten an der Stelle nicht noch ein paar Tage mehr Zeit? 11. April. Ich sage auch, wie ich darauf komme. Die Frist sollte im ersten Schritt erst bis zum 11. April verlängert werden und nur unter der Bedingung, dass dann ein Austrittsabkommen vorliegt, bis einschließlich zum 22. Mai 2019, dem Tag vor dem Beginn der Europawahl. Meine Damen und Herren, eine Verschiebung des Austrittsdatums bis Ende 2019 oder darüber hinaus kommt nur in Betracht, wenn Großbritannien sich an den Europawahlen und an den Wahlen zum Europäischen Parlament beteiligt. Nach Informationen, die ich aus Großbritannien habe, ist es so, der Wahlleiter muss bis spätestens zum 12. April 2019 die öffentliche Wahlbekanntmachung umgesetzt haben. Das ist eine absolut rote Linie. Wir müssen vermeiden, dass der politische Stillstand, die Unruhe und die innenpolitische Krise des Landes in die EU getragen wird. Und beteiligt sich Großbritannien nicht an den Wahlen, ist das Parlament unvollständig und damit zunächst falsch besetzt. Konsequenz: rechtliche Unsicherheit. Eventuell sind sogar Neuwahlen erforderlich. Aber jedenfalls würde sich die Wahl der EU-Kommission deutlich verzögern. Die EU-Institutionen wären vorübergehend handlungsunfähig. Das Ergebnis wäre letztlich eine deutliche Zunahme der Politikverdrossenheit und Wahlverdrossenheit in ganz Europa. Es ist schon sehr bedauerlich, dass Populisten es geschafft haben, das schädliche und völlig überflüssige Brexit-Verfahren auf den Weg zu bringen. Wir dürfen es aber keinesfalls zulassen, dass diese politische Idiotie auf die Europäische Union überschwappt und zu einem europäischen Populismus-Förderprogramm wird. Vielen Dank. Das war Detlef Seif und der letzte Redner in der Debatte, Jürgen Hart, ist der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hier hat er als letzter das Wort nach einer sehr facettenreichen, bunten Debatte, wie ich finde. Ich möchte zunächst an die Adresse von Christian Lindner sagen, dass wir gestern in der EVP eine vollständige Suspendierung aller Mitgliedsrechte von Fidesz in der EVP beschlossen haben und dass diese Entscheidung für die ALDE Fraktion und die ALDE Partei in Europa im Blick auf den liberalen Partner in Rumänien, der an dieser unsäglichen sozialdemokratischen auf der ALDE Homepage finden Sie dazu keinen Hinweis und die ALDE Rumänien ist bei Ihnen als Mitglied geführt. Und auch die SPD, die europäische SPD, wäre gut beraten, das, was wir gestern in einer schweren und auch für viele sehr anstrengenden und auch emotional anstrengenden Debatte im EVP-Vorstand beschlossen haben, das auch in der SPE und in der ALDE nachzuvollziehen. Wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, weisen immer mindestens drei auf einen zurück.
Ich möchte an dieser Stelle auf einen Aspekt des europäischen Gipfels eingehen, der meines Erachtens auch von großer Wichtigkeit ist. Dieser Gipfel wird, der Europäische Rat wird auch den Gipfel EU-China vorbereiten, der am 9. April bevorsteht. Ich glaube, dass die Europäische Union bisher nicht ausreichend auf die Herausforderung China vorbereitet ist. Ich glaube, dass die Europäische Union rasch eine eigene und geschlossene Strategie im Umgang mit China, mit den Chancen aus den wachsenden Beziehungen zu China, aber auch natürlich mit den Herausforderungen geschickt umzugehen braucht. Ich begrüße, dass die Europäische Kommission ein Strategiepapier vorgelegt hat in der vergangenen Woche, das doch einige Punkte ganz zentral benennt, die sicherlich in China nicht unbedingt völlige Begeisterung auslösen, aber die wir auch klar benennen müssen. China betreibt etwas, das ich als smarten Imperialismus bezeichnen möchte. China hat enorme finanzielle Ressourcen, und China setzt diese finanziellen Ressourcen auch ein, und um auf dem Weg eines auch ein Stück weit unfairen Wettbewerbs in Europa wirtschaftlichen Boden zu gewinnen und in Schlüsseltechnologien zu gelangen. 950 Milliarden Dollar werden investiert in die sogenannte Seidenstraße. Die Staaten, die Partner Chinas, die sich darauf einlassen, bekommen Verträge per PDF zugeschickt. Sie können dann noch das Datum und die Unterschrift einsetzen. Und in vielen dieser Verträge verpflichten sich zum Beispiel die Partner Chinas dazu, dass zukünftig Menschenrechtsfragen zwischen den Staaten China und dem jeweiligen anderen Partnerstaat nicht mehr angesprochen werden. Ich glaube, wir müssen offen diskutieren, dass China mit seiner Wirtschaftsstrategie auch ganz klar politische Ziele verfolgt, dass China ein Problem hat mit der Achtung internationalen Rechts, was wir beim Zugang zu den Weltmeeren angeht. Als China mit einem Kriegsschiff durch den Englischen Kanal Richtung Ostsee fuhr, hat die britische Regierung gesagt, das ist ja in Ordnung, aber wie ist das eigentlich, wenn wir bei euch in China mit dem Schiff fahren? Dann haben die Chinesen geantwortet, britische Hoheitsgewässer, britisches Recht, chinesische Hoheitsgewässer, chinesisches Recht, eine klare Missachtung des internationalen Rechts an diesem Punkt, wie in vielen anderen Punkten auch. Das muss uns klar sein. Ich glaube auch, dass die Industriestrategie der Europäischen Union darauf ausgelegt sein sollte, dass wir in bestimmten Schlüsselbereichen schon sicherstellen, dass diejenigen, die die Technologie herstellen und anbieten, sich an die europäische Rechtsordnung halten müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich von 5G etwa auf europäische Partner, was Hard- und Software, zurückgreifen können. Dies alles sollte innerhalb der EU und in Vorbereitung zu diesem Gipfel EU-China am 9. April diskutiert werden, dass wir mit einer klaren gemeinsamen Linie in diesem Gipfel gehen. Und in diesem Sinne möchte ich die Bundesregierung ermutigen, das auch zu tun. Herzlichen Dank.